Liebe Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Pokémon Alpha Saphir, der Nuzlocke Randomizer Challenge. In der letzten Folge haben wir, weiß ich gar nicht, hier links alles gemacht und das komische Dingsbumshaus. Und heute geht's unter die Räder, denn wir müssen unter dem Fahrradweg hier langlaufen. Hier darf ich mir, glaube ich, nichts fangen, aber wir können weiterhin kämpfen und kriegen ein weiteres Item, nämlich die Persifbeere. Cool. Ich habe jetzt mal Anto nach vorne gepackt. Ich hoffe, unser erster Gegner ist jetzt nicht das Oberarschloch überhaupt. Ich habe hier im Grunde krass ein paar echt coole Pokémon gefunden. Ist das so? Ich darf die leider alle nicht fangen, weißt du? Deswegen juckt mich das eher weniger. Gottkim hat gleich 3 Pokémon. Ist nicht so geil, aber hat nur ein Vivien. Gegen Vivien sollten wir schon noch ankommen. Mit Anto jetzt nicht, weil Anto nur Level 5 ist. Ja, das Vivien ist aber auch nur Level 12. Aber Vivien ist ja nun gar kein Problem. Da können wir, glaube ich, sogar Score einwechseln, oder? Ihr habt doch in den Kommentaren geschrieben, also 2 Leute, glaube ich, dass ich einfach mal ein bisschen zurücklaufen soll und meine Pokémon trainieren soll. Aber ich glaube, das schädigt mir eher, als dass es mir hilft, dahingehend... Okay, das war gar kein Damage, das ist sehr, sehr gut. Weil ich natürlich diesen Level Cap habe. Hätte ich das Level Cap nicht, wäre ich voll und ganz mit euch. Ich würde einfach zurückgehen, würde meine Pokémon aufleveln und dann ist alles cool. Aber da ich jetzt nun mal diesen Level Cap habe... Ist das nicht so gut, wenn meine Pokémon alle ein hohes Level haben, weil sonst muss ich irgendwie bei den Arenaleiter noch gegen seine Anfangs-Pokémon da kämpfen. Und dann ist halt alles scheiße, weil ich dann über dieses Level Cap hinauskomme und dann meine Pokémon nicht mehr verwenden darf und dann ist alles schlecht. Leute, das ist überhaupt nicht cool und deswegen lassen wir das und wir machen das so, wie ich es jetzt mache. Und zwar, ich habe einfach Anpu vorne, wechseln ihn dann aus gegen ein anderes Pokémon, beide Pokémon kriegen XP und dann läuft der Hannes. Guck. Anpu wird jetzt garantiert 1-2 Level dazu bekommen, obwohl er nicht aktiv mitgemacht hat. Guck, Level 6. Nur ein Level, okay, das hätte ich nicht gedacht. Gladiantri klingt nach einem Gladiator-Typen. Und Gladiatoren haben Speere. Und Speere sind aus Stahl. Deswegen bleibe ich mal bei Score. Ach, das Viech. Hä, ist das nicht sogar Käfer oder so? Also auf jeden Fall ist Flammsturm ja wohl auf jeden Fall gut gegen den. Der ist Käfer-Metall oder so. Er hat auf jeden Fall Metall an sich. Geil, ich habe jetzt nicht auf sein Level geachtet. Ich hoffe, das ist einfach One-Hit. Ja, komm. Sehr effektiv. Doch ein Volltreffer. Guck mal. Komm, Anpu. Du darfst rein, weil wir können ihn ja sofort wieder auswechseln. Ich habe zwar gar keine Ahnung, was ein Ikula sein soll, Iskala, aber wird schon nichts allzu krasses sein. Guck mal, so ein kleines Wesen. Komm, Labischof, du darfst auch nochmal zeigen, was du drauf hast. Tschüss, Anpu, du hast bisher noch nie angegriffen. Ich weiß nicht mehr, was du für Attacken drauf hast. Aber das passt schon. Wir müssen zusammen Anpu ein bisschen beschützen. Okay, Leute, wir müssen Anpu ein bisschen beschützen, damit er stärker werden kann. Und irgendwann bringt er dann noch was fürs Team. So, ich hätte jetzt einfach mal gedacht, so ein Eissplitter von der Bischof und dann geht's uns, glaube ich, gut. Nope, es geht uns überhaupt gar nicht gut. Cool, was ist bitte Iskala für ein Typ? Was er auch sein mag, unser der Bischof bringt gar nichts. Auf geht's, YOLO! It's your turn! Das ist ein bisschen blöd, weil Anpu dadurch natürlich auch weniger XP bekommt, als ihm eigentlich zustehen. Psychstrahl, hey, guck, der ist doch einfach Psycho. Und der macht immer 10 Schaden, egal womit er angreift. Auch richtig, richtig weird. Mir wurde auch in der letzten Folge noch gesagt, dass wenn ich eine Attacke ausführe, die vom selben Typ ist wie das Pokémon, dass das dann 30 bis 50% mehr Damage macht. Deswegen sollte ich dann vielleicht bei dem Fisch hier jetzt, bei YOLO King, auf Elektro bleiben. Ja, das sah auf jeden Fall sehr gut aus. War nicht mal sehr effektiv, aber trotzdem sehr viel Schaden gemacht. Also wenn das wirklich stimmt, ich würde gerne nochmal ein bisschen verifiziert haben von irgendjemand anderen. Also wenn da irgendjemand von euch weiß, ob das wirklich so ist, gerne mal in die Kommentare schreiben. Obwohl das gerade schon so aussieht, als wenn das stimmen könnte. Aber vielleicht ist dieser Donnerschlag auch einfach richtig krass. Und da ich vermute, der Weg geht hier noch ein bisschen, werden wir Score auf jeden Fall nochmal hochheilen. Der Bischof, ja, das kostet jedes Mal 200. Ja, komm. Der Bischof auch voll. Was soll der Geiz? Also eigentlich müsste ich geizig sein, aber egal. Ich hoffe einfach hier... Das ist ja Maike! War das gut, dass ich mich hochgeheilt habe? Jetzt will sie bestimmt mal kämpfen. Die wollte noch nie kämpfen, aber jetzt garantiert. Oh, hi Dizzy, lange nicht gesehen. Ich suche gerade nach Pokémon. Bla bla bla, ich habe nichts Interessantes zu sagen. Aber ich würde einfach mal vorschlagen, lass uns ein Klampf liefern. Oh gut, dass ich geheilt habe. Ich wusste wirklich nicht, dass sie hier ist. Ich wusste das nicht. Cristiano will mich einfach herausfordern. Okay, nein, aber Anpu ist jetzt vorne. Oh Gott, ich hoffe, das ist jetzt keine schlechte Idee. Arbok, hatte die am Anfang auch einen Rettern? Ja, ne? Ich glaube, die hatte sogar einen Rettern bei unserem ersten Kampf. Level 8! Nein, und sie hat Bedroher. Ach, aber Bedroher macht gar nicht, dass sie nicht auswechseln dürfen, ne? Okay, Arbok. Ich glaube, der wäre Anpu sogar sehr gut, ne? Weil der ja auch Gift ist. Wird er zumindest wenig Damage bekommen. Und ich hoffe jetzt einfach mal, dass Fly nicht instant aufgefressen wird. Weil ich glaube, so Kobras essen vielleicht Vögel? Kann das sein? Also groß genug sind sie auf jeden Fall. Oh nein, nicht die Giftstacheln!
Aber ich glaube, das bringt ihnen nicht viel, oder? Waren das diese Giftstacheln, die erst was gemacht haben, wenn man auswechselt? Oder haben die jede Runde was gemacht? Oh, er macht gar nicht so wenig Damage. Aber ich glaube, das liegt einfach nur daran, dass er schon Level 18 ist. Uff. Sehr effektiv immerhin. Aber trotzdem so wenig Damage. Das ist immer kacke. Blöde Cobra, ich bleib trotzdem bei meiner Dampfwalze, wenn das schon sehr effektiv ist. Let's go! Einfach, kein Volltreffer. Sonst ist Flyer eigentlich immer gut für Volltreffer. Giftpuder, der hat sehr viele Giftattacken. Jetzt sind wir hundertprozentig vergiftet. Ja, scheiße. Es macht zumindest nicht Instant Damage, sondern, oh, 7? Flyer flügelt schon mit seinen Federn ein bisschen weniger. Das ist, glaube ich, der richtige Ausdruck dafür. Das ist nicht so cool. Richtig viel XP. Nein, Flyer ist Level 20! Level Cap ist 21, Leute. Wir dürfen uns nicht mehr auf Fly verlassen. Also bis zum nächsten Arena. Oh mein Gott, er hat richtig viel XP bekommen. Antu Level 8. Antu Level 9. Das Arbok hat richtig viel XP gegeben. Und Antu möchte Schlammbutter lernen. Das klingt irgendwie ganz geil. Es macht Damage und vergiftet eventuell. Ja moin, auf jeden Fall. Clairsmog weg. Und dafür Schlammbutter erlernt. Boah, wenn Antu dann irgendwann auch mal stark ist. Antu Level 10, der hat 3 Level bekommen durch dieses Arbok. Obwohl er nur die zweite Wahl war. Okay, wild, richtig wild. So, ich glaube, Gift war aber in dieser Edition so, dass wenn man Außenkampf draußen war, dass man dann nicht stirbt, ne? Wir müssen trotzdem wechseln, I guess. Weil ich habe zu dolle Angst, dass das Nidoran auch so viele XP gibt, dass Fly dann Level 21 wird. Und unsere einzige Wahl kann eigentlich nur YOLO King sein. Ich befürchte, wir sind richtig am Arsch. Wenn das jetzt nicht gut läuft mit YOLO. Sonst müssen wir mal einen Entgifter einsetzen. Ich weiß aber gar nicht, ob ich einen dabei habe, wenn ich ehrlich bin. Das macht auf jeden Fall gut Damage. Sollte auf jeden Fall die Hälfte sein. Das sieht ein bisschen sehr, sehr böse aus. Macht aber, glaube ich, gar keinen Damage. Ne? Es macht nur... Was? Nein! Meine Schwebe ist weg. Der hat mir meine Schwebe geklaut. Okay, YOLO King kann jetzt getroffen werden von Bodenattacken. Wir müssen jetzt hoffen, dass sie keine Bodenattacken haben, weil sonst... hat Misty jetzt auf jeden Fall eine Attacke, mit der sie YOLO King ziemlich gefährlich werden könnte. Das finde ich gar nicht gut. Pipi. Level 20, scheiße. Und ich habe gar keine Ahnung, was gut gegen Fee ist. Einfach die stärkste Attacke, die er drauf hat. Lass dich von meinem Blitz treffen. Okay, Hälfte der Leben. Das heißt, nein, er hat eine Stampferattacke. Ist Stampfer nicht... Nee, okay. Oh, ich dachte, Stampfer ist eine Bodenattacke. Ich dachte, das kommt von unten, aber es kam einfach von oben. Und ich glaube, wir haben die Hälfte der Leben abgezogen mit dem Kreuzdonner. Das heißt, die müsste jetzt tot sein. Ne? Bitte sei tot, 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 bitte sei tot. Oh Gott. Okay. Okay, wir haben es geschafft. Wir haben kein Pokémon verloren. Fly ist leider Level 20. Das ist richtig, richtig schlecht. Aber ihr seht, Anpu ist jetzt schon Level 10 oder 11. Also es geht mega schnell, wenn man den einfach mal vorne hat. Lizzy, du hast auch fleißig trainiert, nicht wahr? Ich heile mal kurz unsere Pokémon, wenn es angenehm ist. Ungeschickt kriege ich auch noch. Das Itemradar kann ich nicht nutzen, weil ich nicht den unteren Bildschirm benutzen kann. Naja, Lizzy, ich muss weiter. Tschüss. Die hat einfach ein Fahrrad. So eine Angeberin. Das müssen wir ja klauen, wie in der Serie. Da hat doch Ash auch das Fahrrad von Misty geklaut, nicht wahr? Oh, ich habe die vorhin Misty genannt, ne? Das ist natürlich das ist Mike. Ich habe Mike gesagt. Ja, was haben wir hier? Tipps für Trainer. Man kann Paralyse und Schlaf, keine Ahnung, mir egal. Antu ist immer noch vorne. Du bist ein komischer Nerd, der gar nicht in meine Richtung guckt und mich trotzdem sieht. Und er hat richtig die gruselige Musik. Was geht denn bei ihm, ob das so eine gruselige Musik hat? Zeigst du mir mal deine Pokémon? Ein kurzer Blick genügt mir schon. Ja, voll der gruselige Mann. Er sieht auch richtig gruselig aus. Ja, sind 5 Level Unterschied halt schon so richtig krass? Sind 50% mehr Level, ne? Lieber nicht, lieber nicht. Aber gegen Psycho haben wir ja sowieso was. Da kommt immer der Bischof rein. Let's go. Felswurf. Sollte kein Damage machen. Aber trifft doppelt. Aber trifft dreifach. Aber trifft vierfach. Cool. Hälfte der Leben weg. Das finde ich natürlich sehr, sehr geil. Danke dafür. Letzter Trank, der nur 20 KP heilt. Er setzt nochmal Felswurf ein. Wenn das einfach nur zweimal treffen könnte, fände ich ganz nett. Oh, war sogar ein Volltreffer. Er trifft dreimal. Ach komm, Maul. Ja, wenn er jedes Mal viermal trifft, dann bin ich ja voll am Arsch. Ja, dann dich doch. Dann kommt halt doch YOLO King wieder rein. Let's go. Dann nachtflute ich dich weg. Pow, tot. Guck, war doch gar kein Problem. Alles easy. Hätte der Bischof einmal angreifen können, dann hätte er den wahrscheinlich auch vernichtet. Ein Navitaub. Navitaub klingt ein bisschen wie Taubs. Ich weiß nicht, was es ist, aber es wird wahrscheinlich auch irgendwie ein Vogel sein. Ja, sehr ideenreich, Nintendo, sehr ideenreich. Egal, kreuz dann und dann sollte auch weg sein. Easy game.
420, der hat 420 Poké-Dollar gegeben. Mega cool. So, nein, ich will nicht kämpfen. Was gibt's denn hier eigentlich sonst noch so? Wir haben ja bisher nur... Nein, es gibt hier einen Grillmark. Leute, das wäre richtig cool gewesen. Ein Grillmark. Oh, schade. Ich flüchte aber mal, weil ich Angst habe. Flucht gescheitert. Ja, geil. Jetzt tötet er wahrscheinlich noch meinen Anpu. Nee. Ist die Flucht jetzt gescheitert, weil wir nur Level 10 sind? Nee, wir sind trotzdem... Aber ich glaube schon. Ich glaube, wenn man ein höheres Level hat, dann ist die Chance zu flüchten höher. Oh, so ein Grillmark wäre richtig geil gewesen. Jetzt haben wir einen Mobile bekommen. Auch cool, weil dann gleich Nicole in unser Team kommen kann. Aber so ein Grillmark hätte ich noch sehr viel geiler gefunden, muss ich sagen. Jo, ich weiß bereits, wie deine Strategie aussehen wird. Es ist praktisch unmöglich, dass ich verliere. Der hat auch ein Algit. Läuft bei ihm. Algit ist schon ein cooles Pokémon. Guck mal, wir haben beide Algits. Wollen wir nicht Freunde sein, statt uns zu bekämpfen? Ja, am sichersten sind wir mit Fly unterwegs. Ich hoffe, Algit kann jetzt nicht irgendwie eine Elektroattacke oder so, weil alles, was ich so bisher mitbekommen habe aus dem Wasser, können die immer Elektroattacken, was der... Was? Ich sag's doch noch und er kann einfach wirklich eine Elektroattacke. Aber nur 20 Leben, obwohl es sehr effektiv ist. Trotzdem, what the fuck, wieso kann er das? Ja, wir müssen wieder unsere Dampfwalze einsetzen und hoffen, dass das einfach alles vernichtet, was ihm in die Quere kommt. Es macht zumindest sehr viel Damage. Scheiße, ey, der kann einfach... Okay, er setzt Aquavelle ein, so ein Dummkopf. Ah, dann hat er schon so eine kacke Elektroattacke. Boah, okay, hoffentlich sind wir als erstes dran. Wenn wir nicht als erstes dran sind, dann kann es sogar knapp werden. Nee, sind wir aber. Oh Mann, ey! Okay, aber wir haben jetzt mal einen Vorgeschmack dafür bekommen, wie stark Algit sein kann. Wir müssen also Anpu einfach nur ein bisschen trainieren. Oh shit, ich habe Fly eingewechselt, das war dumm, ne? Guckt euch an, wie wenig XP Fly nur noch braucht, um Level 21 zu sein. Ich möchte jetzt bitte einfach ins nächste Gebiet. Und bitte gegen gar nichts mehr kämpfen, ja? Da haben wir noch einen Angler, juckt mich aber nicht. Der sieht auch böse aus. Die Bären nehmen wir aber noch mit. Aber gegen den alten Mann will ich trotzdem nicht kämpfen. Dreh dich um. Danke. Tschüss! Oh Gott, oh Gott. Okay, wahrscheinlich will er gar nicht gegen uns kämpfen. Hier ist der Fahrrad. Nee, warte. Hier. Das ist bestimmt auch ein Gegner. Oh Gott, das ist einfach nur das Ende der Fahrradsaison hier, ne? Ja, also hier wären wir dann hingekommen. Oh, der Kleine, das ist bestimmt auch ein Trainer. Ah, geh weg. Geh bitte weg. Nee. Können sich Trainer so komisch spielen? Ja, können sie, ne? Bitte geh. Ich habe richtig Angst vor ihm. Ah! Ich will gegen gar nichts kämpfen. Ich will jetzt einfach in die nächste Stadt. Aber ich glaube, wir sind da. Oh, bin ich froh. Okay, wir haben eine neue Route überlebt, ohne zu sterben. Das sieht mir aus wie ein Fahrradladen, aber keiner da. Nee, das ist einfach nur so eine Fahrradstation. Hier ist noch eine rote Flöte. So, da hinten ist ein Pokémon-Center. Let's go. Da muss ich als erstes hin. Und wir müssen richtig, richtig schnell zur Arena, um unser Level-Cap endlich mal hochzutreiben. So, wir sind ja jetzt relativ nah an den 6000 Poké-Dollar, die wir gerade brauchen. Aber da wir gar keine Tränke mehr haben... Ich muss nochmal 1500 ausgeben für ein paar dieser Billo-Tränke. Weil sonst fühle ich mich nicht gut. Oh, warte, ich habe mich auch mal ein bisschen in der Stadt umgehört. Und ich habe rausbekommen, Malvenfroh scheint irgendwie eine Firma zu sein. Also eine Riesenfirma. Und Malvenfroh ist auch die größte Stadt in Hönn. So wie ich das jetzt mitbekommen habe. Und da gibt es wohl eine riesen Shopping-Mall. Und ich glaube, das ist tatsächlich das, wo wir gerade sind. Oh, Pokémeilen? Ich habe keine Pokémeilen. Oh, aber ich hasse so riesige Städte, ne? Bei Pokémon Y habe ich mich auch in so einer riesigen Stadt verirrt und wusste da nicht weiter. Aber das hier sieht so aus, als wenn es die Arena wäre. Ja, sieht gut aus. Och, bitte, Onkel, bitte. Oh, Dizzy, du bist hier. Mein Onkel möchte mich nicht gegen den Arenaleiter kämpfen lassen. Deswegen meine Bitte an dich. Kämpf gegen mich. Oh, ich will aber nicht. Nö. Nö. Aber wenn wir nicht gegeneinander kämpfen, dann kennt mein Onkel nie, wie stark ich geworden bin. Tja, ich... Geh einfach. Ich darf nicht rein, ohne gegen ihn zu kämpfen, oder was? Boah, dein Ernst, oder was? Ich will nicht gegen ihn kämpfen. Okay, er hat einen Trassler, das weiß ich schon. Das habt ihr nämlich nicht mitbekommen, weil ich es rausgeschnitten habe, weil es einfach fucking langweilig war. Ich habe ihm geholfen, einen Trassler zu fangen. Und Trassler ist ja nun mal ein Psycho-Pokémon. Heißt, wir werden dann einfach mal mit der Bischof kämpfen, I guess. Ich weiß jetzt nicht, ob er noch mehr Pokémon hat. Ich habe noch nie gegen ihn gekämpft. Aber let's go. Bestimmt ist das so ein Ash Ketchum-Typi, der immer nur ein Pokémon hat. Ja, hat er tatsächlich. Er hat einfach nur einen Trassler. Okay, das. Und dann hat er nicht mal einen Trassler. Er hat einfach einen FM. Hä? Moment. Hä? Ich glaube, damals, als ich ihm geholfen habe, war das ein Trassler, das er gefangen hat. Wieso hat er jetzt ein FM? Okay, das ist ja richtig dumm. Aber auch FM ist, glaube ich, Psycho, ne? Oder war da noch irgendwas anderes? Ah, ne, sieht gut aus. Das sieht sehr, sehr gut aus. Okay. So oder so. Unser Bischof. Ich habe irgendwie gerade ein Déjà-vu. Hatten wir dasselbe nicht schon mal, dass ich mir nicht sicher war mit den Eissplittern und das FM hat mich in die Luft geschleudert und so? Und der Bischof war trotzdem voll cool unterwegs? So, wir sind als erster dran, ne? Wehe, wenn nicht. Ja, gut.
Na gut, ich weiß jetzt nicht, wie dem kleinen Knirps das helfen soll, dass er jetzt in die Arena darf oder nicht, wenn er so einfach verliert gegen mich. Vor allem, er hat nur ein Pokémon, ist ein bisschen dämlich. Aber nun gut. Aber ein Witchboy ist er, hat uns einfach 680 Poké-Dollar gegeben. Oh, Schizzle-Minizzle. Dann gehe ich wohl zurück nach Wiesenflur. Och, sei doch nicht gleich so niedergeschlagen, Heiko. Aber du hast recht, du bist schlecht, also lass uns nach Hause gehen. Ach, na gut, Onkel. Izzy? Ich? Ich werde viel, 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 viel stärker werden. Ich beginne zu verstehen, was ich Trassler und mir zumuten kann. Du hast gar keinen Trassler. Das ist ein FM. Nenn erstmal den Namen deines Pokémon, bitte. Okay, werde ich. Und ich möchte dich um eine Sache noch bitten. Bitte erkenne mich als deinen Rival. Ich rede nur dummes Zeug. Vergiss einfach, was ich gesagt habe. Oh, wie süß er geblasht hat. Ich kann auch blaschen. Komm, wir blaschen gegenseitig. Bis demnächst, Dizzy. Ja, bis demnächst, Heiko. Ich liebe dich, Heiko. Aber also doch noch einen Rival. Ich dachte schon, wir haben keinen. Ich dachte ja erst, Maike wär's. Aber die ist ja nur so Halbrivalin. Finde ich cool, dass der Rivale hier erst später vorgestellt wird, tatsächlich. Hey, Kleiner, danke, dass du meinen Enkel, glaube ich, besiegt hast und ihm eine Lektion erteilt hast. Mit dieser Leistung schenke ich dir etwas. Hier. Zertrümmerer. Weil du das Herz meines Enkels zertrümmert hast. Ja, ja. Was ein Arschloch, Onkel. Was ein Arschloch, Onkel. Verpiss dich. Nein, mit solchen Leuten wie dir will ich nichts zu tun haben. Hau ab. Kack, Onkel. Will nicht, dass sein Enkel hier kämpft. Oder gut ist. Gut. Dann ab in die Arena, würde ich sagen, wenn er denn zu Hause ist.